ein schöner Mann jagt hier den nächsten. Jetzt kommt ein Mann zu uns, der unglaubliche Geschichten schon hinter sich gebracht hat. Er hat Extremläufe durch die Wüste, durch den Dschungel, Fahrradtouren ans Ende der Welt und alles Mögliche, was man sich noch vorstellen kann, gemacht und viel, viel mehr. Und davon möchte er uns heute berichten, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Joey Kelly. Joey, du hast mal wieder ein Buch veröffentlicht. Diesmal ist es ein Buch über deine Tour durch Amerika. America for Sale heißt es. Richtig. Was hast du da genau gemacht? Vorab, Stefan, ich war gestern beim Berlin-Marathon und bin nicht gelaufen und bin fix und fertig. Und deswegen brauche ich halt eine Fußtherapie, die ich in Asien halt entdeckt habe. Nicht gelaufen und bist deswegen fertig? Ja, genau, weil ich am Rand stande. Ja. Und hab da halt die Anna Hanne, halt entsprechend die beste deutsche Läuferin. Hab ich gesehen, ja. Absolut Wahnsinn, ne? 2:26 gelaufen. Und ich habe aufgrund nicht des Laufen habe ich halt eine Therapie gefunden in Asien, die halt entsprechend in Deutschland unbedingt eingeführt werden muss. Wie, du möchtest das jetzt machen, oder was? Ja, genau. Was denn? Wozu ist das gut? Ich weiß auch gar nicht, wofür es gut ist, aber... Ja. Was ist das, ein Aquarium? Ja, genau, das ist ein Aquarium. Und was ist da drin? Das sind Fische. Fische? Sind Therapeuten. Die halt warte, bevor du die Käsemauken da reintust, was passiert denn dann, wenn du die da... Ich weiß es noch nicht, aber die knabbern normalerweise. Auf jeden Fall, solange die Füße im Wasser sind, sind sie ja luftdicht abgeschlossen. Du tust die Füße jetzt da rein? Ja, genau. Und jetzt fangen die an. So, und jetzt fangen die an, den Fuß rumzuknabbern? Ja, genau. Die essen mir halt die ganzen Schuppen weg. Oder was essen die weg? Ich weiß es nicht genau, aber wir probieren es einfach. Guck mal. Das gibt's doch gar nicht. Das ist lustig. Das scheint ja lecker zu sein. Da habe ich gleich auch mal Schlecken dran. Tatsächlich, die gehen da ran und dann, was essen die denn da weg? Ich habe keine Ahnung. Den Schmand unter den Zehennägeln oder was? Erzähl uns was über dein Buch. Wir gucken uns das mal an, was hier passiert. Ja, das Buch ist unwichtig. Bitte was? Braucht kein Mensch. Doch, das ist sehr interessant. Ich finde es sehr interessant, weil es eine sehr interessante Geschichte ist. Du bist einmal durch Amerika und zwar ohne Geld, ohne Essen und hast dir sozusagen alles zusammengeschnort oder wie also, hast du das gemacht? Der ganze Urlaub hat mich eigentlich nur einen Economy-Flug gekostet. Und ich wollte Amerika durchqueren ohne Geld und in weniger als 3 Wochen. Und eigentlich ist das Ganze nur ein Pilot für eine Geschichte, die ich eigentlich weltweit machen will. Ne? Und zwar von Paris, Eiffelturm, einmal um die Welt. Ohne Geld und ohne Essen so starten in 80 Tage. Ne? Aber du isst schon was zwischendurch, was du dir dann zusammen... Ja gut, das Prinzip ist, dass die Leute halt einen unterstützen können. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das schaffe, die Menschen zu motivieren, halt mich zu sponsern, in Form von Geld, vielleicht einen Transport oder halt entsprechend vielleicht Nahrung oder eine Übernachtung. Und dann habe ich die Menschen halt entsprechend, ich habe bei mir zu Hause 500 Kleeblätter gesammelt, ne? Ja. Und immer einen vierten dazugeklebt. Ne? So auf Folie, weil 4 bringt Glück. Ne? Und dann habe ich die Menschen halt angesprochen und gesagt, wenn sie halt entsprechend mich sponsern würden, dann kriegen sie ein Kleeblatt und eine Visitenkarte. Habe ich einen Prospekt gemacht mit viele bunte Bilder von hier Wettkämpfen, Südpol oder Amerika und was auch immer. Mhm. Und dann habe ich die versprochen, wenn die mich halt unterstützen würden mit Form von Sponsoring, die würden halt entsprechend ein Buch zugeschickt bekommen. Und der Name von den Sponsoren, der halt jetzt diese Woche rausgeschickt wird, wird im Buch erwähnt. Ah, okay. Und so haben die Menschen halt entsprechend Geld geschenkt. Also entweder sind die Fische satt oder ihnen ist schlecht geworden. Ich glaube schlecht. Wahrscheinlich Zweiteres, oder? Ja. Ich wusste, dass du das. Ich habe das heute Mittag hier gesehen, dieses Becken mit den Fischen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich habe auch eine Idee. Wir machen jetzt die nächste Stufe. Ich habe auch ein Becken besorgen lassen mit Fischen. Und zwar, pass auf, hier. Das ist die nächste Stufe. Und zwar sind das Piranhas. Das sind echte Piranhas, Amazonas-Piranhas. So.
Vorsicht, 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 ne? Weißt du, die weißen wirklich? Vorsicht, das sind echte Piranhas. Das sind nicht hier irgendwelche Teichkarpfen und so. Aber meinst du, die beißen wirklich? Man hat mir gesagt, man muss aufpassen. Schmeiß doch mal einen von den kleinen Fischen da rein. Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt, das machen wir nach der Sendung, sonst kriegen wir Ärger mit den Tierschützern. So sehen Piranhas aus. Ja, wenn ich dachte, die wären größer. Ne? Die sehen so harmlos aus eigentlich. Die sehen erstmal harmlos aus, ne? Finde ich auch. Aber angeblich. Was passiert denn, wenn man da einen Finger reinhält? Was ist einer von euch? Bitte? Ja. Nimm doch den Stift. Den Stift? Ja, meinst du, die gehen dran? Weiß ich nicht, wenn. Ich hätte noch Freistoßspray, wo wir einfach was da reinmachen, das müsste nach. Guck mal. Das interessiert die gar nicht. Die sind wahrscheinlich satt. Ja. Ja, ja, ja. Komm, Freunde. Ja, vielleicht ein Tropfen Blut rein. Weißt du? Soll ich? Nee, beschneid dir nichts ab. Nee. Ich weiß, du wirst das machen. Ne? Ich mach für Fernsehen alles. Ja. Du warst ja schon mal im Amazonas, oder? Ja. Ich hatte. Im Amazonasgebiet, bist du denn durch den Amazonas auch ein Stück geschwommen? Also ich hatte einen Wettkampf in Amazonas, organisiert von zwei englischen Hooligans, die halt entsprechend wirklich diese 250 Kilometer über den Urwald von Amazonas wahnsinnig gefährlich. Ich würde das Rennen nie wieder machen und auch keinem empfehlen. Und ich bin am Ziel auch angekommen, aber wir sind jeden Tag, weil es war ein Etappenwettkampf von 5 Etappen, jeden Tag mindestens 5 bis 8 Mal halt durch wirklich Etappen von Hunderten von Metern, wo das Wasser bis zum Kopf stand. Und was drin war, wusste kein Mensch natürlich. Ne? Ich möchte mal ein paar Fotos zeigen hier von deiner Tour durch Amerika. Was war hier los? Das war ein gutes Foto, ne? Ja. Das ist ein Wettkampf in den USA, der nennt sich Tal des Todes. Das ist in Death Valley. In Death Valley? Genau, da läuft man halt die 217 Kilometer nonstop. Und bei den Rennen passiert es mal, dass man halt entsprechend sich übergibt. Das war beim zweiten. Da hat der Fotograf aber Glück gehabt, dass er gerade da war, oder? Das war wirklich optimal von der. Es gibt noch ein paar andere Schüsse, wie ich dann halt hinterher wirklich die ganzen alles raus. Aber ja, das es ist ein sehr hartes Rennen. Das härteste wahrscheinlich Ultra-Wettkampf, die es gibt. Das sind diese über 5 Marathons nonstop bei 50 Grad im Schatten. Haben wir noch weitere Bilder? Ich glaube ja, ne? Das nächste Bild hier. Oh Gott, da singst du. Genau. Ja, komischerweise. Du singst in der Kneipe. Die Amerikaner haben Geschmack, das lief überhaupt nicht. Ja. Ihr wart als Kelly Family auch in Amerika unterwegs früher. Wir haben knapp 2 Jahre auf der Straße in Amerika überlebt, sage ich mal. Einfach wirklich, wir sind mit dem letzten Hemd zurück nach Europa gereist, weil die Amerikaner hatten das Gefühl, dass wir halt entsprechend, ich weiß nicht, von Disney gesponsert werden. Dass wir auf der Straße die entertainen müssen und sowas. Ja. Also Amerika ist ein schwieriges Pflaster. Es ist auch viel schwieriger geworden. Es ist in Amerika, ich habe 2 Wochen auf der Straße gelebt, also in Großstädten wie L.A., St. Louis und Chicago, wo wirklich jeden Abend halt entsprechend 5 Menschen ums Leben kommen. Und du spürst auch die Angst, du spürst auch die Menschen, die halt wirklich nichts zu verlieren haben. Und dann ist, also es ist wirklich, Amerika ist so schlimm wie noch nie. Es ist ganz traurig. Deswegen habe ich das Buch auch genannt. For sale, das heißt USA. Sehr zu empfehlen. Interessante Geschichten, wie Joey den Weg durch Amerika gemacht hat, ohne Geld und mit vielen Erlebnissen und interessanten Bildern. Morgen bei uns zu Gast Comedian Kai Magnus Sting und die YouTuber, die Space Frogs. Jetzt kommt The Big Bang Theory. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Joey Kelly.